Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik wurde 1851 gegründet. Da hatte sie ihren Sitz aber nicht hier auf dem Gelände, sondern in der Wiedner Hauptstraße. Das war ein Zinshaus und da war der erste Stock angemietet. Und ja, da hat man mit 8 Leuten vor allem magnetische Messungen gemacht. Und deswegen hat die Zentralanstalt damals Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus geheißen. Und erst im Jahre 1872 ist man dann hier auf das Gelände gekommen. Dieses Gebäude ist von dem berühmten Ringstraßenarchitekt Ferstl erbaut worden. Also das ist ja auch was Besonderes. Und dann begannen hier die täglichen Messungen. Seitdem haben wir auch die langen meteorologischen Reihen hier auf der Hohen Warte. Also das ist auch etwas Besonderes. Und wenn man hier beim Eingang schaut, dann sieht man noch den alten Namen KK, Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Seit 1904 ist eben der staatliche Erdbebendienst hier in unserem Haus angesiedelt und wir machen hier unsere Messungen und Beobachtungen. An der Zentralanstalt auf der Hohen Warte haben wir noch historische Instrumente, das sind 2 Wicher-Seismographen. Die sind aber nicht mehr in Verwendung, also man kann sie noch besichtigen. Das sind sehr große Instrumente mit einer Tonne Gewicht. Einige dieser Instrumente werden Sie noch auf der ganzen Welt finden, meistens in Museen, weil heute hat man digitale Messinstrumente und verwendet nicht mehr diese analogen Geräte, aber man kann sie noch besichtigen und sie sind wirklich vom mechanischen Gesichtspunkt her betrachtenswert. Ein Seismograph muss auf einem Betonsockel gebaut werden und darf nicht mit dem Haus in Verbindung stehen, weil sonst würde er ja die Schwingungen des Hauses aufzeichnen. Und deswegen gräbt man auf anstehenden Fels hinunter, also auch wenn Schotteruntergrund ist, wie das ja oft in Wien ist, durch die Donauterrassen, da muss man so lange hinuntergraben, bis man auf festen Fels kommt.